Ja, hallo zurück. Das war cool, Nico. Coole Sache, cooler Song. Ich hoffe, wir hören in Zukunft noch mehr von dir. Ich sehe den Leo hier gerade. Hallo, Leo. Hörst du Hörst du mich? mich auch? Ja, perfekt. Ja. Alles super. Ja, wie geht's? Alles gut? Hast du die Sendung schon verfolgt? Ja, ich habe ab und zu mal reingeschaltet und fand ich cool, hat mir sehr gefallen. Ja, cool. Coole Sache. Für alle, die nicht Bescheid wissen, wir machen jetzt ein Live-Interview mit dem Leo Thomas, bekannter wahrscheinlich unter dem Namen Theolator auf Instagram. Ja, Leo, stell dich erstmal vor und erzähl mal, wer du bist, was du so machst, was du mit Intermediate Design so zu tun hast. So, sorry. Und ja, erzähl einfach mal ein bisschen. Ja, also ich bin Leo. Ich bin 27 Jahre alt, damit muss man ja beginnen. Und komme eigentlich aus Norddeutschland. Bin dort aufgewachsen. Ja, also ich hole einfach ein bisschen weiter aus. Ich bin Fotograf momentan, das kann ich schon vorwegnehmen. Aber wie es dahin so kam, kann ich mal kurz so erzählen. Und zwar bin ich nach dem Abi, habe ich erstmal gearbeitet, habe mir ein bisschen Geld zusammengesammelt und ja, um mir ein Jahr in der USA zu finanzieren, beziehungsweise ein paar Monate. Und dort bin ich einfach nur rumgereist, habe Leute kennengelernt und ja, da habe ich so ein bisschen die Fotografie für mich entdeckt. Ich habe davor schon immer irgendwas Kreatives so ein bisschen gemacht. Ich habe so ein bisschen mit Illustrator gearbeitet, so ein bisschen, ja, irgendwie so Layouts gemacht, aber jetzt auch nicht irgendwie mega das verfolgt, immer nur so ein bisschen. Ich wusste irgendwie, dass ich irgendwie Lust habe, was Kreatives zu machen. Aber so zur Fotografie habe ich dann erst so ein bisschen in den USA gefunden. Dort habe ich halt angefangen, mit einem iPhone 5 einfach Okay, krass. ja, auf diesen Roadtrips ja, zu fotografieren. Da war Instagram, das war so 2014 oder so, und da war Instagram ja noch nicht das, was es heute war. Es war noch ganz viel abgespeckter und nicht so umfangreich. Und ja, es war in diesem Fall einfach sehr, irgendwie dann hat es irgendwie Spaß gemacht, dort das, was man gerade irgendwie fotografiert hat, zu teilen und ja, irgendwie dadurch auch irgendwie so eine Art Tagebuch zu führen. Ich habe das da irgendwie so ein bisschen für mich gemacht und das war irgendwie spannend da. Ja, dann irgendwie dann auch so ein Feedback zu bekommen, dass jeder möchte irgendwie auf seine Arbeit irgendeine Art Feedback bekommen und das hat man dort bei Instagram irgendwie bekommen und genau so ging das dann los erstmal. Ja, stimmt. Und Genau, das genau, wäre jetzt eigentlich ich. meine nächste Frage gewesen, wie du mit dem Fotografieren überhaupt angefangen hast, aber das hast du mir jetzt schon vorweggenommen. Erzähl uns doch Okay. mal bitte, wie kamst du denn generell auf Intermedia Design? Also mit dem Fotografieren haben wir ja gerade schon gehört, aber wie kamst du auf den Studiengang Intermedia Design ausgerechnet hier in Trier? Ja, da kam ich, also ich habe den im Internet gefunden und das hat halt so ein bisschen, also ich habe dort mir die Projekte angeschaut und die fand ich sehr interessant, weil ich halt auch gerne irgendwas, ja, immer Kreatives machen wollte und dort aber irgendwie, ja, es war irgendwie schwierig, was zu finden, was so genau das angesprochen hat, was ich gerne machen wollte und die meisten Überschneidungen gab es irgendwie im Intermedia Design Studiengang. Weil ich habe mich auch so ein bisschen interessiert, so um so ein bisschen Konzeption, irgendwie für so App-Gestaltung oder so. Das ist jetzt leider gerade nicht mehr so das große Thema für mich, aber damals war es das und finde ich immer noch interessant so. Und da habe ich das gesehen, dass das Leute halt, dass das schon welche so Projekte umgesetzt wurden und auch realisiert wurden und das fand ich halt super spannend und dann habe ich mich mal beworben. Genau, und hat dann ja auch geklappt irgendwie. Ja, cool. Wir freuen uns auf jeden Fall, dich als Kommilitonen hier zu haben mit deinen coolen Arbeiten. Für wen arbeitest du denn momentan? Für wen hast du denn schon mal gearbeitet? Kannst du uns da ein paar Namen nennen? Ja, das ist sehr unterschiedlich. Das können, also momentan kann ich, ist es, also eh, läuft eh nicht so viel wegen der aktuellen Lage. Aber es ist, ich arbeite zum Beispiel für Tourism Boards, also für Touristenverbände. Das ist jetzt sehr, auch ein bisschen längerfristiges, jetzt zum Beispiel mit dem Nordrhein-Westfalen-Tourismus. Da habe ich mich mit einem Kumpel hier für auch eine Stelle quasi beworben.
Und da machen wir Bilder, die, also der Tourismusverband braucht halt immer irgendwie Bilder von bestimmten Orten in Nordrhein-Westfalen, die sie dann für die Webseite nutzen, für irgendwelche Kampagnen, auch für Instagram, für Social Media. Da muss immer irgendwas ja, produziert werden. Und da haben wir mal in der Vergangenheit eine Kampagne zusammen gemacht. Das war dann so separat. Und da hat ihnen das so gut gefallen, dass sie, ja, dass wir jetzt irgendwie auch für diese Stelle da genommen wurden. Und ja, genau. Das ist zum Beispiel ein Kunde. Dann halt haben wir zum Beispiel, ich bin ja in so einer Fotografengruppe oder Genau, die Kollektiv. German Roma sind das, ne? Ja, genau. Das könnte ich auch erklären, wenn ihr wollt. Ja, Soll ich genau, das auf jeden kurz erklären? Fall. Also darum geht es ja in dem Okay. Live-Interview, dass du so ein bisschen Ja. erzählst, mit wem du so arbeitest, wie du arbeitest, wäre schon cool, auf jeden Fall. Okay, das ist so ein Zusammenschluss aus, ich glaube, wir sind 12 Fotografen, die ja im Grunde genommen ähnliche Arbeit machen, aber halt ja, sich über Instagram gefunden haben. Es ist, glaube ich, europaweit mit das Reichweitenstärkste, auch wenn es jetzt darum nicht geht, aber es ist so ja, schon eine größere Nummer irgendwie. Und da, genau, da haben wir uns einfach zusammengeschlossen. Genau, um halt, also der Fokus ist ja drauf auf die Natur in Deutschland, dass wir da halt so ein bisschen, ja, da haben wir so ein bisschen so einen neueren Stil geprägt, wenn man so möchte. Vor ein paar Jahren war es noch nicht so inflationär in Deutschland, dass irgendwie Leute dieses Travel-Ding gemacht haben oder dass man irgendwie, ja, zur Burg Eltz gefahren ist oder irgendwie so. Das war einfach noch nicht so groß, wie es jetzt ist und, ja, damit, das hat so ein bisschen auch aus, natürlich da, so ein bisschen mit German Romas gestartet. Natürlich nicht komplett, aber ja, genau, das ist so eine Gruppe, Zusammenschluss und ja, da bin ich mit drin. Und da haben wir zum Beispiel ein Buch rausgebracht, das war zum Beispiel auch ein Job quasi mit dem Dumont Verlag zusammen. Da kann man auch nochmal eine Brücke zum Intermedia Design Studiengang ziehen, weil da ich habe da sehr am Design auch mitgearbeitet und nicht nur irgendwie Fotos dazu beigetragen. Dafür hat zum Beispiel das Studium schon mal geholfen. Das war ganz cool. Ja, ansonsten auch mit Marken, zum Beispiel Audi habe ich letztes Jahr Okay. eine große Kampagne geleitet und auch mitproduziert. Und ja, ansonsten auch verschiedene Outdoor-Marken und ja, auch genau. Ja, hört sich auf jeden Fall cool an. Also ich kann nur für mich sprechen und die Leute, die in meiner näheren Umgebung sind hier im Intermedia Design, wir kennen dich halt alle von Instagram und deine super geilen Fotos so und man guckt nur regelmäßig und staunt irgendwie. So ist echt cool so. Weiter geht's. Wie sieht denn überhaupt dein Arbeitsalltag aus? Ja, momentan Ja, nicht gut, so also spannend. Ja, wenn mal wenn keine Corona globale nicht Pandemie, wäre. dann ist es so, dass, also ja, auf Instagram sieht es ja immer so aus, als ob ich irgendwie nur unterwegs wäre und irgendwie nur voll so ein krasser Jet-Setter, was auch immer, Leben führe, aber das entspricht nicht der Realität. Es ist eher so die Aufteilung würde ich so auf 70-30, also 70% bin ich eigentlich zu Hause und 30% wäre ich dann irgendwie unterwegs, weil da, also diese Trips müssen geplant werden, es müssen E-Mails geschrieben werden, man muss sie mit dem Kunden abstimmen, man muss irgendwas, ja auch irgendwie ein Konzept vorschlagen und ja, das nimmt eigentlich immer die meiste Zeit in Anspruch und das, was eigentlich mit am meisten Spaß bringt, Fotografieren, die Produktion, da wo man irgendwie draußen ist und so, das ist leider gar nicht so groß, der Anteil. Okay, ist eher Genau, ein aber so geringerer man. Anteil im Verhältnis. Ja, leider. Aber ja, das kriegt man dann nicht so auf Instagram mit, ne? Aber Ja, wollte ich gerade sagen, wie ja. gesagt, man sieht immer nur Bilder von rund um die Welt so und es sieht echt aus, als wärst du jeden Tag woanders. Ja, genau. Aber da diese Illusion muss man leider zerstören. Okay. Wie sieht's denn aus mit aktuellen Projekten bei dir? Was hast du denn so gerade in der Pipeline? Ja, also im Januar geht eigentlich eh nicht so viel. Das startet alles so ziemlich langsam. Ich habe so ein paar Konzepte, an denen ich arbeite momentan. Für eine Outdoor-Marke zum Beispiel. Outdoor, nicht Outdoor-Marke.
Und dann auch noch an einem Bachelor-Konzept. Genau, daran bin ich auch Ah, stimmt, leider. genau, da war was. Ja, genau. Und ja, so, ja, das ist es eigentlich. Also, es geht gerade nicht so viel. Aber das ist auch nicht unbedingt Corona-bedingt. Im Januar startet das nicht so krass. Okay, aber die Maschine läuft. Ich mache dann einfach so meinen privaten Kram, gehe Ja. gerade momentan, weil ich ja gerade nicht so reisen kann, und das ist auch in Ordnung. Mache ich entweder irgendwas Lokales, was im Rahmen der Möglichkeiten ist, oder halt ja, guck mal durch die Archive durch und guck mal, was da noch so rumliegt und was man vielleicht noch mal mit seinem jetzigen Stil anpassen kann oder so. Das verändert sich ja über die Jahre, und dann ja eigentlich schön, wenn man noch mal ja die alten Bilder durchguckt und noch mal sich daran erinnert, was es war. Und genau. Ja, man hat immer genug Arbeit als Intermediate Designer, würde ich behaupten. Ja, genau. Das, ja, und dann Steuerkram und sowas auch halt. Ja, Das. ja, ja. So, zum nächsten Punkt. Du hast gesagt, du fotografierst gerne, du hast die Kamera fast täglich in der Hand. Wie sieht denn dein Lieblingssetup aus beim Fotografieren? Hast du da irgendwelche speziellen Vorlieben? Erzähl mal einfach ein bisschen. Also ich mag es auf jeden Fall, verschiedene Systeme auszuprobieren. Ich habe angefangen mit einer Sony Alpha 6000. Das war einfach ein super günstiges Setup, und man konnte auch so Vintage-Linsen drauf schrauben und so. Hat mir mega Spaß gebracht und hat die für die meisten Zwecke vollkommen gereicht. Dann hatte ich eine 6D, also Canon 6D. Die fand ich auch super. Auch einmal, das war die erste Full Frame. Das war auch, also ich möchte eigentlich gar nicht ein System komplett so empfehlen. Ich finde irgendwie, also mir persönlich bringt es einfach Spaß, Verschiedenes ausprobieren. Ich war dann auch mal bei Olympus eine längere Zeit. Damit habe ich auch ein Jahr komplett durchfotografiert. Das war auch cool, hat auch seine eigenen Vorteile. Ist halt nur ein kleinerer Sensor, aber dafür super leicht, super gut stabilisiert und super auch hier Weather Sealing, also so wetterfest. Ich habe das einmal so unter Wasser gehalten und so. Das ist ja irgendwie, die Kamera hält das aus, so würde nie eine Sony würde ich Okay, niemals mit passiert Sony gar machen. nichts, oder was? Naja, passiert also, ja, das war echt verrückt, und so einfach so ein bisschen, um halt so ein bisschen zum Beispiel Wasser im Vordergrund zu haben, so ein bisschen halb unter Wasser gehalten, und die hat das einfach so ohne irgendwie ein Case oder so einfach rausgehalten und Krass, okay, funktioniert. höre ich jetzt auch zum ersten Mal, aber hört sich auch gut an. Aber du Ich sagst würde es auch so, nicht empfehlen, okay. aber. Aber du sagst so generell, variable Systeme, bisschen ausprobieren, bisschen kreativ sein, ist schon so dein Metier, dein Ja, also Lieblingssetup. jetzt fotografiere ich mit einer Sony Alpha 7R3. Das ist eigentlich so das Setup, mit dem ich gerade am meisten mache. Habe aber mir gerade, also für eine Woche, die Leica Q2 von einem Kumpel ausgeliehen, und die finde ich auch ziemlich cool. Also ich habe noch nie was mit Leica gemacht oder so, aber Ja, die machen das will auch ich gute natürlich auch. Kameras, Also da sieht man halt bekanntlich, ne? das. Ja, genau, aber ja, vielleicht macht es deutlich, dass ich irgendwie das gerne mal verschiedene Systeme ausprobieren und da mich eigentlich gar nicht so auf eins festlegen möchte. Und ja. Okay, cool. Dann erzähl uns mal, wie bist du zu deinen Jobs gekommen? Also wie war der Übergang von Studium, also du bist ja noch am Studieren, wenn ich das richtig verstanden habe, in die Arbeitswelt, zu den Jobs, wie kamst du dazu? Wie bist du an die Jobs gekommen? Ja, dieser Übergang, wie du schon gesagt hast, war nicht so smooth. Ich habe meinen Bachelor noch nicht. Ich habe bereits alle Credits voll und hatte auch schon vor, das anzugehen und den Bachelor zu machen. Aber es kamen persönliche Gründe dazwischen und auch jobtechnische. Es war nicht ganz easy, und deswegen, ja, ich will es auf jeden Fall abschließen, das Kapitel, und auch gerne machen. Genau, aber dieser. Genau, das ist vielleicht auch so ein bisschen das Ding gewesen, weil das alles so ein bisschen parallel lief. So, ich habe das Studium angefangen, und da war Fotografie immer noch ein Hobby. Das war nicht irgendwie groß auf Instagram und so, und ich habe es einfach nebenbei weiter irgendwie verfolgt, weil es einfach so mir super viel Spaß gebracht hat. Dann auch, als ich wieder zu Hause angekommen bin, war ich erstmal frustriert, weil, also nach dieser USA-Reise, weil ich dachte, ja, in Deutschland kann man nichts machen.
Aber dann durch German Romers und so habe ich dann entdeckt, ja, hier gibt es auch coole Sachen und das ist vielleicht, ja, das bringt irgendwie Spaß, auch was in Deutschland zu finden, vor der eigenen Haustür rauszugehen und irgendwie, ja, im Nebel Fotos zu machen so. Und genau, dieses Hobby habe ich weiter verfolgt und ja, dann ist der halt nach und nach gewachsen, auf Instagram und ja, dadurch kamen dann auch die ersten Jobs rein. Ja, das dann irgendwie so das erste, das ging dann mit so Tourism Boards eigentlich los, dass die dann irgendwie den Stil cool fanden und dann halt auch die Reichweite, wenn man möchte. Das ist dann auch irgendwie interessant für die, weil die meisten Leute suchen sich dann irgendwie Inspiration bei Instagram, wenn sie irgendwo hinreisen möchten. Und ja, das ist dann auch langsam losgegangen, dass man dafür dann gebucht wurde. Und das ist irgendwie, ja, genau, dann das waren so die ersten Jobs. Okay, das lief also quasi so nebenher, neben dem Studium. Und dann, wie muss man sich das denn vorstellen? Haben die sich einfach über Instagram bei dir gemeldet und haben dich dann einfach angeschrieben, so hast du Bock für uns zu arbeiten? Oder wie sieht das aus? Also das meiste findet dann über E-Mail statt. Also bei Instagram kann man ja seine E-Mail auch angeben und dann kriegt man aber so eine E-Mail rein und da wurde ich auch so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen. Dann plötzlich hat man da irgendwie so ein Angebot und weiß gar nicht, was man dafür nehmen kann. Und dann wollen irgendwie Lizenzen irgendwie, um halt diese Bilder noch auf ihren Website zu nutzen oder irgendwie auch Printkampagnen daraus zu machen und so. Dann wurde man so ein bisschen ins kalte Wasser da geworfen. Ich hatte das Glück, dass ich halt dieses Fotografen-Kollektiv hatte und dann halt irgendwie auch nachfragen konnte, was man da so nimmt und was man da so macht. Und ja, aber genau so ging das halt los. Auch das war jetzt auch nicht so das Ziel. Das war dann irgendwie, ja, natürlich hat mich dann mega gefreut, aber ich hätte jetzt nie damit gerechnet, dass es dann sich so entwickelt. Also das war jetzt nie so das... Dass es irgendwie so das Ziel wäre, ja, ich muss jetzt unbedingt bei Instagram weitermachen, damit ich damit Geld verdiene. Okay, hat sich einfach so ergeben im Laufe des Studiums im Prinzip. Ja. Ja, cool, ey. Hört sich auf jeden Fall cool an. Ich denke, da hätten viele Studenten hier bei IMD auch Bock auf dein Leben, wenn ich das mal so sagen darf. So, ja, nächster wie Punkt. Gesagt, das ist nicht so, wie es auf Instagram aussieht. Okay, okay. Ja, aber deswegen machen wir das Interview so, dass du mal aufklärst, so wie das überhaupt aussieht. Welche Fähigkeiten hast du denn im Studium erlernt, die dir jetzt extrem im Job weiterhelfen? Oder welche Fähigkeiten generell? Ja, also das Größte wäre auf jeden Fall so Layout, also da nochmal irgendwie ein Händchen für Typografie zu bekommen oder irgendwie für, ja, auch... wenn man halt irgendwie eine Präsentation gestaltet zum Beispiel, da habe ich mega viele irgendwie für die Hochschule machen müssen, so einfach, weil das immer irgendwie ganz gut kommt, wenn das irgendwie relativ ästhetisch ist. Und da habe ich einfach durch auch Kommilitonen viel gelernt und viel irgendwie Know-how mitbekommen. Und das ist auf jeden Fall auch ein Skill, den ich jetzt gut anwenden kann, wenn man irgendwie irgendwas vorstellt oder irgendwie... ja, ein Konzept ausarbeitet, weil wenn das dann ästhetisch auch irgendwie ansprechend aussieht, dann macht Sinn, ja. Dann, die halbe Miete, wenn man so möchte. Genau. Ja, genau. Das lernen wir hier so in unserem Studiengang. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, ist gut, ich mache eine kleine Pause. Ich fand es auch super cool, in mega viele verschiedene Bereiche reinzuschauen, weil irgendwie, also man weiß es nie so, was einen dann, was einen so leidenschaftlich dann packt und was man dann irgendwie auch noch irgendwie professioneller machen möchte. Und das fand ich bei dem Studiengang irgendwie besonders cool, weil man hat in 3D reingeschaut, man hat dann irgendwie irgendwie Prototypen von Apps gebaut oder irgendwie dann hier Layout, dann Typografie und dann auch Konzepte dann ausgearbeitet. Also das war irgendwie alles so sehr, sehr breit und man konnte sich dann ab dem dritten Semester ja dann auch ein bisschen spezialisieren, aber das halt auch immer noch ein bisschen streuen so. Und ich glaube, das ist auch einfach super, dass es einfach nicht so konzentriert ist und dass man dann möglichst halt so dann das entdeckt, was einem am meisten gefällt. Genau.
Ja, ich würde sagen, das macht unseren Studiengang ja auch aus, so dass viele talentierte Leute hier hinkommen und sich dann halt ihre Sparte suchen so und auch in ihrer Sparte wirklich gut sind. Und das ist halt für mich persönlich das Coole an dem Studiengang. Jetzt über Corona, jetzt kommen wir natürlich alle nicht an den Campus. Meine ganz andere Frage, was vermisst du denn am meisten hier am Campus? Eigentlich so den Austausch mit anderen Kreativen, auch einfach in andere, also komplett andere Bereiche auch mal reinzuschauen und das irgendwie mitzubekommen, auch dann irgendwie, wenn andere ihre Projekte vorstellen, weil ich habe so ein bisschen gelernt, dass so die Inspiration ist nicht immer so im Offensichtlichen. Manchmal schlummert die auch so zum Beispiel im 3D-Bereich oder dann irgendwie vielleicht auch Studiengang übergreifend dann irgendwie bei Architektur oder irgendwie, also es ist irgendwie immer ganz cool, dann auch in andere Bereiche reinzuschauen, das zu sehen oder auch in Film. Das fand ich immer ganz cool und auch halt mit den Leuten in Kontakt zu haben und das vermisse ich auf jeden Fall, ja. Ja, davon lebt halt auch, wie gesagt, unser Campus vor allem, weil wir hier so viele verschiedene Sachen haben, wie Innenarchitektur, Kommunikationsdesign und. Und dieser ganze Austausch am Campus ist halt echt, an der Hochschule, ja, sorry. So, zum Abschluss mal auch noch eine ganz andere Frage. Was war denn dein lustigster Moment im ganzen IMD-Studium? Ja, ich würde sagen, das war auf einem Bierpong-Turnier. Auf dem legendären Bierpong-Turnier unserer Fachschaft. Bierpong-Turnier und zwar, ja, keine Ahnung, ich muss ein bisschen kurz ein bisschen weiter ausholen. Ich habe zuerst in Konz gewohnt und hatte dadurch echt nicht so den guten Anschluss in Trier. Also, das war irgendwie ein Fehler. Auf jeden Fall habe ich auf dieser Party gute Freunde kennengelernt, mit denen ich auch immer noch befreundet bin. Und daraus hat sich eine Reise, dadurch ist eine Reise entstanden, die wir zusammen unternommen haben. Und zwar war das Bierpong-Turnier und irgendwann kam ich so ins Gespräch mit Jonas Alden, mit Selina, mit Lilly, Fabian und Max. Die waren dann irgendwie ganz gut in dem Turnier und dann gab es plötzlich, dann kam die Idee auf, ja, lass mal irgendwas machen, lass mal eine Reise machen, dann haben wir so grob darüber gesprochen und dann gab es eine Wette zwischen Fabian und Jones und dieser Jones, der war fast im Finale und dann hat Fabian gesagt, ja, wenn du jetzt diesen Trickshot machst und damit dann das Finale gewinnst quasi, dann bezahle ich dir den Flug nach Island und Jonas diesen Trickshot hat das Turnier gewonnen und damit war dieser Trip auch besiegelt und wir haben den gemacht und mit denen bin ich jetzt immer noch sehr gut befreundet, wir haben regelmäßig Kontakt und das ist irgendwie schön. Das ist auf jeden Fall eine krasse Story, ne? Da haben Jones und Fabi Glück gehabt, dass sie nicht gegen Manu und mich gespielt haben, würde ich behaupten. Ja, ich weiß nicht, ich würde den Mund nicht so voll nehmen an einer Stelle. Ja, wir sehen uns nach Corona. Ja. So, Leo, letzte Frage. Was kannst du IMD-Studenten bzw. Erstis an Tipps mitgeben? Was sollten die für Kompetenzen mitbringen bzw. welche Kompetenzen können die wie erlernen hier? Also was hast du für Tipps an IMD-Interessierte? Auf jeden Fall nicht nach Konz ziehen. was sie am besten da für Kurse nehmen oder was eher so ich ja genau genau ja das was ich schon gesagt habe, dass man irgendwie dann irgendwie mehr viele Sachen irgendwie ausprobiert, überall ein bisschen reinschnuppert und dann irgendwie dann sich auf irgendwas konzentriert, halt jetzt nicht so 100%, also natürlich kann man ruhig auch mehrere Sachen machen, aber dass man irgendwie so einen Fokus hat, halte ich persönlich für sinnvoll. Da gibt es ja auch verschiedene Meinungen. Man kann sich ja auch komplett als Generalist irgendwie so aufstellen und alles so ein bisschen können. Ich vertrete da eher die Meinung, dass man da vielleicht eine Sache so richtig kann und dann so andere vielleicht jetzt nicht so hundertprozentig, aber halt auch ein bisschen, die einen dann auch noch weiterbringen können. Ja, das wäre so der Tipp. Einfach informiert bleiben, am Ball bleiben und halt für sich seine eigene Passion rausfinden, ne? Worauf man Bock hat, was einen am meisten Spaß macht. Ja, und
Ja, jetzt ist wie das irgendwie, ja, Instagram hat jetzt nicht, also auch heutzutage vielleicht nicht das coolste Image mehr, aber ich finde gerade, also so ein bisschen, weil halt das so Influencer-Ding, alle halten nur irgendwelche Produkte in die Kamera und so oder irgendwie was auch immer, aber ich würde sagen, es gibt auch eine Sparte, die, wo man sich das irgendwie auch nutzt, wo man sich das zu Nutzen machen kann und irgendwie auch da so ein Online-Portfolio hat, was einfach noch einfacher zu erreichen ist als eine Webseite zum Beispiel. Und das würde ich auch empfehlen, dass man, wenn man irgendwas macht, sei es Illustration, sei es irgendwie 3D-Animation oder so, dass man da irgendwie seine Arbeiten hochlädt. Jetzt nicht unbedingt mit dem Ziel, dass man dann vielleicht Geld, aber dann sehen das wenigstens Leute. Und ja, das ist irgendwie, glaube ich, eine ganz gute Sache. Man kann es irgendwie auch schnell auf dem Handy mal so zeigen, auf einer Party oder einfach so, ja, was machst du eigentlich? Kann man so zeigen. Das ist irgendwie, also es ist einfach praktisch und das kann ich irgendwie empfehlen und würde ich eigentlich jedem ans Herzen liegen, so. Ja, hört sich gut an, auf jeden Fall sinnvoll. Leo, wir sind am Ende unseres Interviews angelangt. Ich wollte mich nochmal recht herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, wir hoffen uns halt echt bald nochmal am Campus wiederzusehen. Dann können wir auch mal eine Runde Bierpong spielen. Ja, vielen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut und ich hoffe, wir konnten irgendwas dazu beitragen. Und Ja, auf jeden Fall. ja, War eine runde Sache. viel Erfolg und ja, eine Sache muss ich sagen, Aiden muss bleiben. Aiden muss bleiben, genau. Kommen wir später auch noch drauf zurück. Aiden muss bleiben. In diesem Sinne, Leo, vielen Dank für dieses geile Interview. Wir sehen uns.